Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, Herr Ministerpräsident, dass 28 Vertreterinnen und Vertreter in der Kohlekommission mit vollkommen gegensätzlichen Interessen, mit divergierenden Vertretungen zueinander gefunden haben, Verantwortung übernommen haben, das ist ein Riesenerfolg, nicht nur für unser Klima, sondern es zeigt auch, dass unsere Demokratie funktioniert. Das sollte uns allen größten Respekt abnötigen. Und daher gilt als erstes unser Dank als Fraktion allen, und Betonung liegt auf allen Mitgliedern der Kommission, für diesen enormen Kraftakt. Und Herr Ministerpräsident, das alles konnte leider nicht wegen Ihres Einsatzes für diese Kommission gelingen, sondern trotz Ihrer Arbeit. Ja? Was haben wir uns hier im Plenarsaal nicht alles für Bedenkenträgerei angehört? Das Heraufbeschwören von Bedrohungsszenarien, Ihre Panikmache, wann die Lichter alle ausgehen können, wenn wir zu früh aussteigen. Und vor allen Dingen, dass Sie und Ihr Minister Reul hier tausende friedliche Demonstranten, die für den Klimaschutz auf die Straße gegangen sind, kriminalisiert haben. Das hat den Konflikt, den diese Kommission gelöst hat, das hat nicht zur Lösung dieses Konflikts beigetragen, sondern Sie haben hier monatelang den Konflikt angeheizt, statt ihn befriedet. Und auch heute hätte ich mir von Ihnen nicht nur ein Wort, was ich im Übrigen sehr gut fand, nicht nur ein Wort der Empathie für die vielen Bergarbeiterfamilien, die sich Sorgen machen und um die man sich kümmern muss, selbstverständlich. Aber ich hätte mir heute auch ein Wort der Empathie gewünscht für die Menschen in den Umsiedlungsdörfern. Sprechen Sie mal mit denen, was die gerade für eine Schikane, und das ist Schikane, was RWE dort macht, was sie für eine Schikane erleiden müssen mit Abrissarbeiten, mit Lärmstörungen und dass Sie da vor Ort nicht Ruhe und Frieden haben. Dann stellen Sie sich doch auch mal vor die und etwas mehr Empathie für das, was die da gerade durchmachen, hätte heute zur Befriedung des Konfliktes auch gut getan. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, was mich eigentlich nur noch fassungslos macht, ist die Reaktion der FDP, auf den Kohlekompromiss. Was haben wir da gehört, direkt nachdem die Kommission den Kompromiss vorgestellt hat, von der FDP? Pure Ideologie, alles Planwirtschaft, unser Motto, der Markt wird das mit dem Klimaschutz schon alleine richten. Das kam von der FDP. Mal ganz abgesehen davon, Kolleginnen und Kollegen von der FDP, dass mir bislang entgangen ist, dass jemand wie, sagen wir mal, Steffen Kampeter vom BDA oder Dieter Kempf als Präsident des BDI planwirtschaftliche Ideologen sein sollen, begibt sich die FDP im Bundestag, nicht hier, muss man dazu sagen, aber im Bundestag einmal mehr auf den gefährlichen Pfad des Populismus und diskreditiert diese enorme Leistung der Kommissionsmitglieder mit bundesweit anerkannten Expertinnen und Experten. Mit einfachsten Lösungen komplexe Probleme lösen. Liebe FDP, ich finde sowas unverantwortlich, mit Ihrer blinden Marktgläubigkeit gegen alle Empfehlungen von Experten aus der Kommission, den Menschen einen solchen Unsinn zu erzählen, der Markt wird es schon richten, wir brauchen da mal gar nichts machen. Und dann noch die Populismuskeule Ihres Vorsitzenden, die ich besonders schlimm finde, der Klimanationalismus. Nein, das dürfen jetzt hier nicht alleine voranschreiten. Das Gegenteil ist doch der Fall. Hören Sie doch mal jemanden zu, wie Hans-Joachim Schellenhuber, ein weltweit renommierter Klimaexperte. Der sagt dazu, und dem stimme ich eins zu eins zu, wenn wir hier in Deutschland, eine Industrienation, den Ausstieg nicht schaffen, dann ist das für andere Länder eine Lizenz zur Klimazerstörung. Und das ist eben nicht Klimanationalismus, sondern mutige
das Voranschreiten. Es ist offenbar immer noch dasselbe mit der FDP und ihrem Vorsitzenden. Wenn es mal konkret wird, wenn mal Verantwortung übernommen wird, und es haben doch die Vorredner zu Recht gesagt, hier müssen alle demokratischen Parteien und Fraktionen an einem Strang ziehen, jenseits von Koalitionen. Und ich stimme Ihnen ausdrücklich zu, Herr Ministerpräsident. Das muss über Regierungszeiten, über Legislaturperioden hinaus Bestand haben. Aber dann darf man sich mal wieder nicht wegdrücken vor der Verantwortung, so wie Sie es in Berlin tun. Und da macht er sich mal wieder einen schlanken Fuß, der Herr Lindner, und vom Acker. Das Bild, was Sie da vermitteln, das ist doch die altindustrielle Wirtschaftspolitik. Das sind nicht Neoliberale, die sowas verkünden, das sind Neo-Neandertaler, die zurück in die Vergangenheit wollen und nicht mutig nach vorne schreien. Herr Pinkwart, Sie haben ausdrücklich an dieser Stelle meine volle Empathie. Und ich beneide Sie wirklich nicht um solche Parteifreunde, dann braucht man keine Feinde mehr. Zum Kommissionsergebnis. Wir Grüne sind der Auffassung, dass der Bericht nur auf den Pfad des Pariser Klimaabkommens führen kann, wenn zwei grundlegende Voraussetzungen erfüllt sind. In der Politik braucht es jetzt, ich sagte es bereits, stimme dem Ministerpräsidenten da auch ausnahmsweise mal zu, einen breiten Konsens über Partei- und Koalitionsgrenzen hinweg. Das Gesamtpaket darf jetzt nicht aufgeschnürt werden, sondern muss 1:1 umgesetzt werden. Zweitens, wir brauchen jetzt nicht nur Bekenntnisse, Herr Ministerpräsident, die wir heute von Ihnen mal wieder viel gehört haben, sondern wir müssen jetzt konkret und schnell in die Umsetzung einsteigen. Denn wertvolle Jahre sind durch die GroKo, durch das Nichthandeln der GroKo in Berlin bereits verloren gegangen. Und da müssen wir einfach viel aufholen. Und ja, Herr Löttgen ist jetzt nicht mehr im Raum, aber ja, wenn wir das in seiner schönen Werkstatt, da hat er ja gerade so ein schönes Bild, wenn wir das jetzt beherzt anpacken, dann ist ein Kohleausstieg vor 2038 auch möglich. Und ausdrücklich sagt dies die Kommission auch, dass es früher möglich ist, wenn man jetzt anpackt und die Dinge konkret umsetzt. Und genau daran wollen wir auch mitwirken. Das heißt, für NRW, allerdings auch, Herr Ministerpräsident, das ist nicht weniger, was jetzt passieren muss, eine Kehrtwende in Ihrer Energiepolitik zum Erhalt für das Klima und für den Wirtschaftsstandort. Doch was wir von dieser Regierung in den letzten 3 Wochen und auch gerade jetzt in Ihrem Bericht gehört haben, waren ein paar allgemeine nette Bekenntnisse. Ja, Sie wollen das auch 1:1 umsetzen, aber auf die großen Fragen, die sich ja jetzt anknüpfen, ja, können Sie auch Fragen stellen, auch das gelingt Ihnen, aber Sie geben keine Antworten. Im Gegenteil, mit Ihrem realen Regierungshandeln sabotieren Sie diesen Kompromiss und Sie stellen das Gesamtpaket in Frage und spielen weiter Interessensgruppen gegeneinander aus. Ich nenne Beispiele. Beispiel 1. Das war keine parteitaktischen Spiele, was Sie da gesagt haben mit den Abschaltmengen. Sie haben schlicht und einfach eine der Grundsäulen des Kommissionsberichts, des Ergebnisses, in Frage gestellt, indem Ihr Wirtschaftsminister in einer Vorlage für den Wirtschaftsausschuss behauptet hat, sagen wir mal kreativ uminterpretiert hat, dass bis 2022 nicht 3.000 Megawatt aus dem Markt genommen werden, sondern nur 2.400 in NRW. Das haben Sie so in Ihrem... Ich erwarte gleich eine Klarstellung, Herr Pinkwart. Bis jetzt habe ich sie von Ihnen nicht gehört. Denn hier sind die Kommission, die Vorgaben eindeutig. 3.000 Megawatt bis 2022 nur im Rheinischen Revier. Und deswegen, und können Sie gleich alles klarstellen. Es hat nur, Sie merken es ja selber in der Resonanz, bundesweit Empörung ausgelöst. Sie haben nicht ein Wort der Klarstellung dazu gesagt. Heute Morgen im Deutschlandfunk, Herr Ministerpräsident, sind Sie da so ein bisschen halbherzig wieder zurückgerudert und alle haben das falsch verstanden. Ich erwarte, bin gespannt auf den Wirtschaftsminister hier eine Klarstellung, denn nur daran sind die 15 Milliarden Euro Strukturhilfen gekoppelt. Das nennt man ein Jungtim. Und ich glaube nicht, dass die Bundesregierung Ihnen erstmal die Strukturhilfen gibt mit dem Maßnahmenpaket und Sie dann nachher die Geschäftsgrundlage ändern und hier was an den Abschaltmengen tricksen. Stellen Sie es klar, dann haben wir da schon mal einen Haken hinter. Beispiel 2.
Auch hier ist der Kommissionsbericht eindeutig. Und das ist der wichtigste Punkt, damit diese Strategie gelingen kann. Die deutschen Klimaschutzziele 2030 sind nur mit einem mindestens 65-prozentigen Anteil von erneuerbaren Energien bei der Stromerzeugung zu erreichen. Das bedeutet nach Adam Riese umgerechnet einen jährlichen Ausbau von Wind- und Photovoltaik von rund 4.000 Megawatt. Nach Königsteiner Schlüssel für NRW Adam Riese 900 Megawatt jährlich. Und jetzt schauen wir uns mal an, wo derzeit NRW steht. Bei weniger als der Hälfte. Nachdem wir mit grüner Regierungsbeteiligung mühsam die Blockadepolitik der früheren Rüttgers-Regierung bei den Erneuerbaren aufgearbeitet haben, ich kann Ihnen die Säulendiagramme gerne zeigen, wie die sukzessive bis 2017 auf über 800 Megawatt bei der Windenergie im Jahr 2017 angestiegen sind. Und was passiert 2018? Es sinkt auf die Hälfte runter. Und die Anträge für dieses Jahr sind weiter rückläufig. Jetzt könnte man meinen, nach dem, was Sie gerade alles so erzählt haben, Herr Laschet, dass das jetzt auch wirklich geändert wird und umgesteuert wird. Denn nur damit kann diese Energiewende auch gelingen. Weit gefehlt. Laut Medienberichten haben Sie gestern den Landesentwicklungsplan im Kabinett beschlossen. Und was steht da weiter drin? Die Abstandsregelung von 1.500 Metern. Meinen Sie denn, Herr Pinkwart, dass Sie damit die erneuerbaren Energien zu dem 65-Prozent-Ziel bringen können? Nein, Sie verunmöglichen, dass die Kommissionsergebnisse umgesetzt werden und zum Erfolg führen können. Man fasst es nicht, dass Sie hier diesen Kompromiss durch die Hintertür so sabotieren. Und das einen Tag vor der Unterrichtung hier im Landtag. Herr Ministerpräsident, Ihr konkretes Regierungshandeln in Sachen Erneuerbare, das straft Ihrer Reden heute Lügen. Und natürlich müssen wir die Energie dort produzieren, wo sie gebraucht wird. Dann muss sie nämlich auch nicht mehr transportiert werden. Gelingt das nicht, laufen Sie Gefahr, unser Land zu deindustrialisieren. Wir brauchen hier eine dezentrale Energieversorgung. Dazu gehören die Erneuerbaren. Dafür muss man sie vielleicht mal entfesseln. Das machen Sie doch immer so schön und so gerne. Ja? Und nicht drangsalieren. Und das erwarten auch nicht nur so ein paar Ökolobbyisten von Ihnen. Vielleicht überzeugt Sie das ja. Schauen Sie mal in das IHK Energiewendebarometer 2018. Da sagen 41% der befragten Unternehmen, hören Sie zu, dass die Energieversorgung nur sicher, bezahlbar und umweltverträglich zu gestalten ist, wenn der Ausbau der erneuerbaren Energien vorangetrieben wird. Ich verstehe nicht, wie man mit einer solch hartnäckigen Ignoranz diese Energieträger, die für die Zukunft so elementar sind, hier weiter abwürgen will. Rational ist das nicht, Herr Pinkwart. Entfesseln Sie diesen Ausbau und schnüren Sie die Fesseln für die Erneuerbaren nicht noch enger, denn dann wird die Energiewende nicht gelingen. Herr Ministerpräsident, was Sie heute angekündigt haben, reicht nicht, um endlich Klarheit zu schaffen bei den wesentlichen Fragen, die Sie ja immer wieder gerne formulieren. Sie haben heute keine Klarheit geschafft für die Regionen, keine Klarheit für die Beschäftigten, keine Klarheit für die Menschen in den Umsiedlungsdörfern und auch keine Klarheit für den Hambacher Wald. Das Rodungsmoratorium bis 2020, was Sie hier vollmundig verkündet haben, das haben wir aber den Gerichten zu verdanken und nicht Ihnen, denn die haben die Rodung gestoppt, nicht Sie. Ja. Sie könnten den Konflikt um den Hambacher Wald ganz einfach den politischen Boden entziehen, indem Sie einfach die Sachfrage lösen. Ja? Nicht mit einem Rodungsmoratorium, das sowieso von den Gerichten verhängt wurde, sondern mit einem klaren Bestandsschutz. Und delegieren Sie das nicht nach RWE, sondern sprechen Sie hier und heute einen Bestandsschutz für den Hambacher Wald aus. Überführen Sie ihn in eine Stiftung. Es gibt dazu viele Vorschläge, gute Ideen. Machen Sie daraus ein Naturdenkmal. Sichern Sie den Wald dauerhaft ab. Erklären Sie sich dazu. Lösen Sie die Sachfrage. Dann lösen Sie auch den Konflikt um diesen Wald. Und Sie sind auch nicht dafür gewählt worden,
hier einfach die ganze Arbeit nach Berlin zu delegieren und RWE hier jetzt das Feld zu überlassen. Ja, alles nach der Devise, das macht irgendwie der Bund und RWE, und dann werden wir das dann schon irgendwie umsetzen. Ja, die machen jetzt die Kraftwerksstilllegungen, dann macht RWE eine neue Planung für die Abbaugebiete und dann schreiben wir das in eine Leitentscheidung oder brauchen Sie eigentlich auch nur noch reinzukopieren. Eigentlich haben Sie mit der ganzen Sache nach Ihrer Lesart überhaupt nichts zu tun. Herr Ministerpräsident, was für ein Offenbarungseid. Das ist Politikverweigerung, was Sie uns hier gerade präsentiert haben. Das ist Selbstverzwergung, nicht nur eines Ministerpräsidenten des größten Bundeslandes, sondern auch eines stellvertretenden Parteivorsitzenden, der offenbar da nur auf den Zuschauerbänken in Berlin sitzt und keine aktive Rolle hat. Nein, wir sind hier nicht nur der Erfüllungsgehilfe von RWE und dann ausführendes Element von Bundesbeschlüssen, und im Prinzip dann am Ende nur noch zuständig, um die Schecks vor Ort zu verteilen. Nein, wir erwarten von Ihnen, dass Sie hier Politik gestalten und auch Entscheidungen treffen. Und jetzt komme ich zu dem, was wir von Ihnen erwarten. Arbeiten Sie mit an dem vereinbarten Ziel, 3000 Megawatt im Rheinischen Revier bis 2022 aus dem Markt zu nehmen. Arbeiten Sie daran aktiv mit und delegieren Sie es nicht einfach nach Berlin und stehlen Sie sich nicht aus der Verantwortung. Stiften Sie nicht weiter Verwirrung, schaffen Sie Klarheit, schieben Sie das nicht nach Berlin ab. Schließen Sie sich nicht nur dem Wunsch der Kommission an, den Hambacher Wald zu erhalten. Das ist hier kein Wunschkonzert, wenn man regiert, sondern setzen Sie sich. Sie dürfen hier gerne Wunschzettel abgeben, aber Sie regieren hier, Sie sitzen auf dem Stuhl und deswegen schließen Sie sich nicht Wünschen an, sondern setzen Sie sich dafür aktiv ein, schaffen Sie Klarheit, sichern Sie den Bestand dauerhaft, lösen Sie einen großen Konflikt in der Region. Drittens, überlassen Sie die Vorgaben, wo und wie die Abbaugrenzen festgelegt werden, nicht allein RWE. Die neue Leitentscheidung, Herr Ministerpräsident, wird nicht in der Konzernzentrale von RWE geschrieben, sondern im Wirtschaftsministerium. Oh, ja, dann stehen Sie doch mal zum Primat der Politik und übernehmen Sie Verantwortung und sagen Sie hier nicht, das wird alles in Berlin entschieden und wenn die entschieden haben, dann macht RWE hier unsere neuen Abbaugrenzen und dann übernehmen wir das. So im Bericht des Wirtschaftsministers aufgeschrieben und nachzulesen. Viertens, schaffen Sie Klarheit für die Region, für die Menschen, die wissen möchten, ob ihre Heimat erhalten bleiben kann oder nicht. Könnte man vielleicht auch mal die Heimatministerin fragen, was sie davon hält. Da können sich vielleicht auch Sie sich mal für einsetzen. Schaffen Sie Klarheit für die, auch für die Tagebaurandkommunen. Sie sind heute noch gar nicht zur Sprache gekommen. Die brauchen, ja, aber was für eine Entwicklungsperspektive geben Sie ihnen denn? Hier zu sagen, ja, da müssen wir uns jetzt mal irgendwie drum kümmern. Nein, kümmern Sie sich um die. Geben Sie ihnen eine Perspektive. Welche haben Sie denn? Ja? Fünftens, Sie haben Fragen gestellt. Ja, und dass man sich kümmern muss. Sie haben aber nicht konkret geantwortet, was man machen muss. Stellen Sie sich nicht nur Schützen vor die Familien der Bergarbeiter, die alle Unterstützung verdient haben, keine Frage. Aber stellen Sie sich auch vor die Menschen in den Umsiedlungsdörfern vor und schützen Sie vor den Schikanen von RWE. RWE will hier Fakten schaffen. RWE tut alles in der Region und in den Dörfern, hier Fakten zu schaffen, bevor entschieden wird, wo die zukünftigen Abbaugrenzen erfolgen. Und das kann nicht sein. Hier können keine Fakten geschaffen werden. Wir brauchen hier einen Stopp der Abrissarbeiten. Wir brauchen hier eine Friedenspflicht. Und dann, wenn entschieden wird, dann kann man das lösen. Setzen Sie sich vor allem, und das ist mein letzter und eigentlich der wichtigste Punkt, setzen Sie sich vor allem für eine klimaschonende Energieversorgungsstrategie ein. Setzen Sie sie um, die Ihren Namen auch verdient. Und dafür müssen Sie endlich mit einem Kurswechsel beginnen, Herr Pinkwart. Einen Kurswechsel bei den Erneuerbaren. Und davon haben wir heute nichts, 0, nichts, nada gehört. Das Gegenteil ist der Fall. Sie haben gestern im Kabinett bestätigt, dass Sie diese Politik des Abwürgens der Erneuerbaren nicht ändern wollen. Wenn Sie diese Arbeit ernsthaft angehen, Herr Ministerpräsident, Herr Pinkwart, Ihren Kurs ändern, einen Kurswechsel vollziehen, sind wir als Opposition bereit, Sie bei dieser Arbeit zu unterstützen. Und eine Einladung dazu nehmen wir selbstverständlich gerne an und werden konstruktiv mitarbeiten. Schönen Dank.